Hey, ich begrüße euch zurück zu Pikmin 4, Folge 13 und Tag 17. Im Basiscamp sind die Leute da gegenseitig auf die Füße getreten, also haben wir neues Gelände erschlossen. Ja. vielen Dank, Colin, für die Begrüßung. Du und die Gestrandeten, ihr habt so hart gearbeitet, damit das möglich war. Danke für eure Mühe. Hier ist das Rohmaterial, das wir auf dem neuen Gelände gefunden haben. Du hast sicher Verwendung dafür. Natürlich, sehr viel sogar. Wie viel gibt's? Also nur 20 gefunden auf dem Gelände? Wir müssen neue Fertigkeiten erlernen. Ich will eigentlich relativ viel. Also wir haben schon Tag 17. Seht ihr das eigentlich irgendwo? Muss ich gleich wieder... Warte mal. Wir müssen speichern, ne? Und dann beenden. Ich gehe mal davon aus, Tag 17 ist. Der neues Training, Mann. Ist voll geil. Sehr gut. Beginnen wir jetzt sofort. Ich habe zwei Motivationspunkte. Heilen und Kram... Nein. Vor allem pflücken, ne? Ich habe gesagt pflücken und heilen. Einfach mal graben, ne? Das sind so Dinge, wo ich sage, ja, ist natürlich schon cool, aber wenn es um die Geschwindigkeit geht, sind das die Dinge, die ich mir gerne für später aufspare. Also die drei hier unten mal heilen. Ja, im Prinzip schon, vor allem wenn die Gegner auch stärker werden, ne? Also der gesagt, die hier pflücken und graben zum Schluss würde er gerne lernen. Das hat eher dritte Priorität, heilen und irgendwie zweite Priorität, wie sprinten. Mit eher so Megakraft und Hubs noch ein bisschen pushen. So. Nochmal zwei Punkte, wäre so stark wie 100 Pikmin. Das wäre natürlich geil, wenn ich ihn da noch da hinkriege. So, weit zu gucken. Ich warte noch alles auf der Arbeit. Gut, ihm wächst irgendwie gar nicht mehr. Dann mache ich mir was falsch, kann natürlich auch sein. Ah, neues Item entwickelt. Das ist geil, Mann. Haha, ich bin geil, du bist geil, wir alle sind geil. Neue Seite, was gibt's? Ein fieser Folger. Ah, Moon. Warum nicht, hä? So generell mehr Items erwähnen, ne? Da bin ich halt noch eher noch so ein bisschen... Ich würde fast schon sagen, wir sind oldschool-mäßig unterwegs, ne? Dass man sagt, könnte man schon machen, aber man könnte es auch bleiben lassen, quasi. Steinbomben und Eisbomben, Pikmin-Karotte. Gerade beim. Oh, in der letzten Folge natürlich beim Boss da unten. Die natürlich so gut nutzen können. Wobei, seien wir ehrlich, bisher waren die Gegner noch nicht so stark, dass man sich alles hingekriegt hätte. Nupferkit habe ich auch noch meine alten auch nie gebraucht. Sensor habe ich einmal angewendet, ja. Ist eigentlich ganz cool, ganz nett sogar. Dreifachschlag. Wahrscheinlich kann ich selber schlagen, ne? Ach, eigentlich auch zu selten. Da bin ich eher noch ein bisschen oldschool unterwegs. Tätigkeitsdinger, was nehmen wir? Irgendwie günstige Dinge noch. KP-Verstärker Plus vielleicht? Das Heimkehrsignal wäre gar nicht immer so übel. Gerade wenn es irgendwie Nacht wäre oder so, kann ich mir das, glaube ich, noch sehr gut vorstellen. Für Ochi, wenn du noch irgendwie etwas... Komm, wir geben Ochi mal noch einen Kabelverstärker. Komm, zu mir zurück, ja? Dann mache ich natürlich, mache ich. Gut, die will nichts Neues. Da ist auch noch alles am Alten. Die wollen nicht quatschen. Ah doch, zum Teil schon, war. Neues Gebiet erschlossen. Hallo, ich bin Huss. Huss und weg. Hast du noch etwas für uns? Wie unmöglich, du wirst damals viele Pikmin. Sammeln zwei Knopfknollen. Achso. Wie haben wir auch schon? Das kommt der nächste. Sammeln sechs Knopfknollen. Nehmen die finde ich hier im Gebiet, wo wir schon drin sind. Irgendwas ist das Raumschiff. Ja, ist die Dolphin, haben wir schon mal geklärt. Also es muss die Dolphin sein, also da würde ich mich jetzt wundern. Stark wundern sogar. Na, die Expedition später. Wieder. Na genug. Ja, ich gehe draußen da hier hin. Hey, warte, guck mal, jetzt haben wir hier einen Pikmin her. Müssen wir erkunden werden. Also hier braucht die gelben Pikmin offenbar gar nicht.
Sollte ich auch Dinge, die ein bisschen höher gelegen sind, mit dem Flügelpikmin machen, okay. Noch eine fünfte Art, aber ganz ehrlich, da wir tagsüber keine Leuchtpikmin haben können, ich glaube nicht, dass das die, ja, ich sage jetzt mal, die, auch die Pikmin angezeigt werden, die wir nur in Höhlen haben können. Fände ich ein bisschen seltsam, könnte natürlich sein. Ich glaube eher, dass es, ja, können es vielleicht die weißen und die lila Pikmin sein. Wobei, ich könnte einfach mal als nächstes, wenn wir in der Höhle sind, einfach mal die Leuchtpikmin ausschmeißen. Also beziehungsweise auch mal pflanzen und dann pflücken, dann sehen wir es ja. Puh, noch viel zu tun, ey. Bisher vor allem um die Schätze gekümmert, ey, und den Rest noch nicht so sehr. Aber glauben, heute in der Folge können wir das Gebiet so weit mal abgrasen und sagen können, ja, wir haben alles mal gesehen, noch nicht alles komplett erforscht, aber zumindest schon mal wissen, wie ein großes Gebiet genau ist, wo irgendwie noch Untergründe sind und so, noch weiter Tandoori oder Zeitduelle, whatever. So, drei Pikmin-Arten, Empfehlung. Ja, wobei, es zeigt mir hier wieder drei Pikmin-Arten an, es zeigt mir nicht die geflügelten Pikmin an, lustigerweise. Ja, das heißt, es müssen lila oder die weißen Pikmin sein, es geht gar nicht anders. So, natürlich nehme ich hier mal 30 von euch mit, dann 20 von denen und noch 10 geflügelte. Ocean ist so stark wie 30 Pikmin aktuell, ne? Das ist zwar theoretisch praktisch, nützt mir jetzt noch nicht so viel. Also würde ich noch eine Knolle finden. Dann könnte man die Wassermelone holen. Ich schätze Wassermonster und so. Mhm. Wer kommt hier raus? Ich weiß, Krabbe schon wieder. Hm? Wieso? So, die anderen sollen mal kommen, weil dann machen wir schnell noch das Gebiet hier hinten. Pikmin, wo seid ihr? Also nehmen den Weg. Okay, okay. Achso, da kannst du machen. Du gemacht, Ochin. Sehr gut, ja, jetzt sind wir hier. Untergrund, da ist die Wassermelone, die ich aber eben, ja, ich schon mal erwähnt, die stärker 100 Pikmin bräuchte. Den Fieser kriegen wir vielleicht nachher, wenn Ebbe ist. Ja, ich überlege gerade, ob wir sowieso Dinge hier machen sollen, wenn Ebbe ist. Das sind Rolling-Viecher. Ne, das Viech. Ja, gut, das ist nicht so schlimm. Hä? Komm raus! Ja, mal, was ist los mit dir? Mein Freundchen? Haben wir eine Kira, ja? Das rauskam, wieso kam nicht raus? Verwirrend. Da war es hier, schönes.
Oh. Ah, wieder mal Zeit für ein paar Felsen, ne? Also, Steinbomben halt. Das müsst ihr irgendwo noch weiter finden. Obwohl, da war jetzt nur eine, da könnte durchaus sein, dass naja. Gar kann ich finden. So, und wenn wir schon mal dabei sind, ich würde gerne mal so ein paar hier, ein paar hier. Macht ihr doch das mal. Mhm. Ist aber nichts Gefährliches, hä? Hm? Geh doch hin! Okay. Ich bin aktuell gerade nicht weiter. Komm her, Kleiner, komm her. Kommst du her? Was während die das machen, aber hinten ist noch ein riesiges Wasserareal. Lecco mio. Ist das fertig, das ist ein Durchgang hier drüber? Ja, sieht so aus. Okay. Eins nach dem anderen. Es hat also 4 Pikmin, die sich dort um Motivationsspray kümmern. Könnt das hier noch machen? Ich kann mich währenddessen um die Viecher noch kümmern. Oh, 12 Pikmin, okay. Brückenbau abgeschlossen. Sehr gut, sehr gut. Ja komm, wir haben noch ein paar verloren. Warte mal. Wenn es eigentlich noch ein bisschen unnötig ist, dann könnt ihr euch mal darum noch kümmern. Und nachher müsst ihr bald mal die Ebbe kommen. Und hier schon wieder, oder? Ups. Ah, Uchin, das war nicht gut. So, wo sind die anderen?
Warte aber lange, Freunde. Ach so, jetzt sind natürlich zu tief, jetzt können die Flügelpigmen nichts mehr machen. Jetzt schon. Jetzt können sie wieder. So, dann haben wir hier noch schönes Stat-Ding. So, ich habe gerade ein bisschen zu viele Pikmin verstreut, das gefällt mir gar nicht. Okay, komm, du kommst noch nicht schnell mit. Nach und nach hier alles noch hinkriegen, ne? Das noch, warte mal, dann kann ich ganz kurz das noch schnell einfrieren. Wuff, 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 wuff. Sehr gut. Schau mal alle Flügelpigmen raus, komm. 34 Watts dafür, das hat in der Wald unterwegs. Schicke ich euch mal nach dahin. Okay, und jetzt? Ich habe eine richtige Muschel, aber sowas. Okay. Das ist natürlich auch ein bisschen fies, Oh. Warte mal, den Weg aber soweit schon mal gemacht. Die sind noch dran. Gut. Hier habe ich auch eine Brücke gemacht, aber natürlich keine Flügelpigmen dabei, ja? Da frage ich mich gerade tatsächlich, ob ich nicht einfach mal kurz die zurückschicke. Ein paar von denen hole. War es doch genau hier drüben, ne? Ja.
Ja, also vermute mal, das Spiel will eigentlich, dass wir das mit Flügel-Pikmin machen. Das kommt mir zumindest gerade vor. So, Ochi mit der Kraft von 30 Pikmin, macht das noch schnell. Dann haben wir wieder ordentlich was geschafft, wa? Drück ist auch fertig, also den Flügel-Pikmin auch gut gemacht. Man ist riesen gut, aber die bleibt ja dort, die verschwindet einfach plötzlich. Die könnte man sich also noch ein anderes Mal holen. Oder hol sie jetzt schnell. Ochi ist auch schon da, perfekt. Jetzt mal gucken. Also hier habe ich gesagt, eigentlich von hier aus nach darüber. Also wäre da eigentlich jetzt gerade eine Option zu sagen, komm, ich schicke an die gelben Pikmin zurück. Ups, nein. Die Flügel-Pikmin und gehen nur mit dem blauen Pikmin darüber. Oder sogar mit gar keinen. Und zwar als Multivier-Spray. Alter Schwede. Lohnt sich schon, Freunde. Lohnt sich schon. Aber ansonsten noch relativ viel hier abgegrast. Natürlich jetzt nicht alle Items hier gefunden und auch das hier drüben. Dann ist schon mal hier noch ein Zugang. Wenn wir das noch irgendwie machen könnten. Vermutlich in der nächsten Folge. Also das Gebiet lichtet sich langsam. Und hier eben ist meine Hoffnung, dass wenn ich hier reingehe, ich wieder rauskomme. Das ist natürlich eigentlich das Problem, dass ich vermutlich von der Zeit her, dass ich irgendwas mache, nicht mehr genug habe, um den noch in die Runde zu pushen. Na, vielleicht reicht er trotzdem. So, das heißt, wir versuchen es mal kurz, vielleicht reicht es noch. Unterwasserburg. Dass man dem blauen Pikmin nicht helfen kann, also panische Flucht ergriffen hat. Okay. Wir nehmen 60 blaue mit, das wird sogar empfohlen so. Gerettet und schätze, da mal keine Zwiebeln hier unten. Gut, ich nehme an, gerettet ist wie immer einfach einer. Und schätze, tja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Natürlich doof, wenn ich gar keine Feuerpigment hier unten finde. Das heißt, dass ich zum Teil den Gegner hier sogar ausweichen muss. Ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. Das ist meine Mission, wo ich nicht unbedingt Gegner platt machen muss, sondern vor allem ausweichen muss. Ist auch mal was Neues.
In die Pfeife, Mann. Ja, haben wir doch schon gemacht, du Pfeife. So. Auch da natürlich jetzt ein großer Typ hier. Der ist ein bisschen doof, sag ich jetzt mal. Aber lässt sich nicht ändern. Lock. Kann ich mich jetzt verarschen? Hier ist so ein scheiß Schloss. Okay, gut. Ja, ist mal was Neues, weißt du, gegen den einfach aus dem Weg räumen kannst. Also, können schon, kannst versuchen, aber sollst du vielleicht nicht unbedingt. Was halt hier eher darum geht, dass du versuchst zu überleben. So, also halt wissen, wo bringen sie es entlang. Das wäre mal ganz gut zu wissen. Das sind doch ja fucking ernst. Komm doch hierher! Mann, ey, bist du doof! Ein Pikmin sagen, wo sie es entlang bringen sollen, geht ja nicht, hä? Mein Gott, das Vieh dort hässlich aus. Ah, jetzt. Ne, ist gut, ihr könnt weiter. Die machen es richtig. Man kann die Dinge auch platt. Ja, vermutlich schon, ne? Ah, natürlich jetzt für Ochin keinen Feuerschutz. Hätte für Ochin einen Feuerschutz, wäre es noch was anderes. Die Feuerschnecke kann ich leider nicht platt machen, weil die ist nie einfach mal trocken quasi. Die ist immer in dem Zustand. Kann sie ins Wasser locken? Oh! Ich wusste gar nicht, dass es geht. Krass. Wieder was Neues gelernt, Freunde. Cool. Was hier unten? Ah. Oh nein, nicht der. Der Walzerkönig. Gah, das ist doch untergefallen. Moment mal, was ist das für ein Ding? Im Moment der Zeit, im Logbuch finde ich mich nicht mehr Erklärung. Gebt Nolima, please. Eine andere Dimension. Gegen diese Kreatur helfen weder Steinbomben noch Pikmin-Angriffe. Der Körper überhaupt in dieser Dimension existiert? Vielleicht könnte ich auch mit einer Gravitationswelle eine Dimensionskonvergenz herbeiführen, dass sie greifbar wird. Doch ist das möglich? Die Kreatur existiert neben unserer Dimension. Wie kann denn das sein? Haben unsere Angriffe gar keine Effekte? Ihr solltet rennen! Danke, dass du das sagst. Ich muss die Frage, wo geht er überhaupt überall hin, ne? Wenn natürlich hier auch durchgeht, aber ein Problem. Ansonsten wäre es einfach ausweichen, ne? Es fehlen immer zwei Schätze, kann eigentlich umdrehen. Gut, wenn Tuller jetzt dafür meine Feinde alle platt macht.
Wie sieht das aus? Wir docken erstmal weg. Kumpel! Hier bin ich! Also eine Kurve, hä? Bist du schwer? Hä? Was du? Hier bin ich! Mann, ist der doof. Hier gibt's nichts mehr, ne? Da habe ich schon alles gemacht. Okay, gut. Kleinen Schaden nicht nochmal betätigen, das wäre jetzt nämlich cool. Tja, hier hoch kommst du nicht, hä? Haha! Was machst du jetzt? Spackum-Dienst? Das ist ein kleiner verwirrt. Oh, der kommt auch hoch. Haha, Hilfe, weg hier. Kann ich bloß noch ablenken. Nein, geh nicht auf Pikmin los! Was ein Arschloch. Geh auf meine Pikmin los. Was kann ich dafür, dass du ein Arschloch bist? Nein, hier ist noch ein Schatz hier unten. Scheiße. Ja, jetzt einfach ein Problem. Ochin? Nicht Ochin. Jetzt Ochin. Wo ist der Schatz? Das wird ein Schatz. Ich bin eigentlich hier durch, gefragt für einen Freund. Ich dachte, vorhin hätte ihn irgendwie auch schon platt gemacht, aber irgendwie nicht, oder? Was ein Horror, hey. Ich meine, einerseits praktisch, weil da alles niederwalzt, aber es ist trotzdem ein bisschen doof. Wie sagen wir, soll alles haben? Danke und raus hier. Rettungstruppe, weg hier! Entschuldigung. Nein, es sind wieder 5 Ebenen, leck mich. Oh, am Schluss ist dann noch der große Endboss hier. Nein, ich will nicht. Und der Wasserburg, Name kommt bekannt vor. Ich glaube, es ist auch ein Pikmin 2, das Areal. Das wird Sinn machen, wenn natürlich die ganzen Berichte von Olimar sind, weil er hier schon mal war. Also das findet hier das Spiel doch nach Pikmin 2 statt. Oh? Ist jemand gestrandet? Sieht fast so aus, oder? So, ich beeile mich mal in der Hoffnung, wenn der Typ wieder auftaucht, dass es irgendwie was mit der Zeit zu tun hat. Quasi, je schneller ich bin, desto schneller sind wir hier wieder weg. Ja, der kommt sicher wieder auch durch. Ich sehe es doch jetzt schon. Na Mist. Das nicht durch, jetzt sonst wohl auch nichts.
komme ich mit Otschnin gar nicht rüber, heißen müsste eigentlich da irgendwie Pikmin rüberschicken, aber zu. Hat offensichtlich gar nichts. Es wird, glaubt, sei mal für ein paar Items. Nicht den Schocker nehme ich diesmal, sondern mal die Sensorbombe. Weil ich mich gerade auch frage, ob vielleicht die, die Leuchtpikmin, ob die vielleicht gegen das Vieh ankommen. Okay, dann abtransportieren alles, Freunde. Für sobald der Mechanismus sich aktiviert haben, damit die Dinger runtergehen, dann kommt er. Warte mal, da oben ist noch eine Klappe für Otschin. Okay. Also oben 4, das kriegt auch Otschin alleine hin. So eine Muschel. Da käme Otschin dann durch. Ja, aber natürlich das riesen Areal hier, das ist schon ein Zeichen dafür, dass das Vieh dann kommt. Oh Mann, ey. Was hast du hier hinten so verstehen, nicht so ganz? Vielleicht eben auch um den Typen nachher. Naja. Möchtest du schaffen oder so, kein Plan. So, was ich aber schon mal machen wollte. Nur zum gucken, ob hier nicht für den Leuchtpigment noch wichtig wären. Ja gut, ich meine, jetzt haben wir 5 Leuchtpikmin dabei. Schön. Was können die ein bisschen spuken? Ich bin Leuchtpikmin. Können die eigentlich auch sterben so? Neben Leuchtpikmin heiße sind quasi durch das unverwundbar. Ne, offenbar nicht. Ich sehe schon, was passiert. Ich sehe es doch jetzt schon. Kann, wenn wir unterwegs um. Naja, genau. Oh, das gefällt mir nicht, Freunde. Das gefällt mir ganz und gar nicht.
Also kommt jetzt schon. Ja, warte mal, wo sollen die jetzt? Guck mal, fangen sie ihn überhaupt oder was? Der kommt von da. Kommt der auch durch die Gitterstäbe durch? Wenn ich meinen Fall so durchkomme, bin ich gerade sofort tot. Nee, eben, Gott sei Dank, okay. Gut, Freunde, alles mal ganz kurz ablassen, weil das wird jetzt kritisch. Oh. Hä? Scheiß Spinne, ganz ehrlich. Hatte keine anderen Sorgen hier. Oh, okay, der ist stabil. Muss ich ihm lassen. Ich habe überlegt, ob ich ihm vielleicht hilfe, wenn ich Uchin und so aufteile. Manche bringt. Sag mal, was ist denn mit dir los? Okay. Ja, die Lachpinguine sind aber noch cool von dem her. Ist zu gefährlich. Na, bis jetzt geht's noch. Also ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, aber so ist halt. Und hier rein kommt er nicht. Ja, jetzt dreht er um. Jemand hier vorne braucht mir leider ein bisschen zu lange dafür. Weil wir müssen eigentlich nur bis dahin, ne? Weil höher kommt er gar nicht. Geht schon mal voraus, ich halte ihn auf. Ja, wenn das funktionieren soll. Na gut, ich nehme die Visitenkarte an. Shiba, Bildungsreisetouristen. Ah.
Und nicht so von wegen letzte Folge. Ja, die nächste Folge wird ein bisschen kürzer, weil er nur noch kurz ein bisschen Gebiet machen will und dann noch. Was macht der denn jetzt? Noch einen Untergrund oder so. Hm, wo sind wir jetzt? Sind wir in der Scheiße? Und es gibt immer noch Schätze hier. Leck mich. Nein, ich hab's befürchtet. Eigentlich müsste er hierher kommen. Oh, eine Süßkartoffel. Die Musik, ey. Da unten, ne? Naja, dreht da hinten. Wir haben gekonnt in der Runden. Bravo, Ojin, machst du gut, machst du gut. Und weg. Ich glaube, ich nenne die Folge auf der Flucht, hey. Meine Güte. Wir können schon mal drauf anschauen, vor allem, wenn eine überlänge Folge. Scheiße, ey. Das wäre eigentlich so ein Moment, wo ich sagen, sogar sagen würde, komm, mach doch zwei Parts draus. Yeah, dann müssen die Tage splitten, wäre irgendwie auch doof. Wir sind erst bei Fortschritt 40%, hey, und die Ebenen werden gefühlt immer länger. Stromprobleme, alter Schwede. Das sieht mich hier vermutlich die ganze Zeit verfolgen, war. Na gut. Ne, komm, Freunde, das bringt nichts, weil sonst das wird eine Weile dauern. Also, in dem Sinne, da sage ich an der Stelle doch mal vielen Dank fürs Zusehen. Zum ersten Mal jetzt hier in diesem Let's Play wieder mal die Tage aufsplitten. Es wird zwei Teile geben, weil ich habe das Gefühl, also wenn ich mich richtig an den Gegner erinnere, aus früheren Teilen, der wird eine Weile dauern. Dann bin ich, glaube ich, anderthalb Stunden oder so dran, das ist irgendwie auch kacke. Also bis zum nächsten Mal zurück bei Pikmin 4 in der Unterwasserburg. An dem Ort, wo ich irgendwie gar keinen Bock aktuell drauf habe, muss ich ganz ehrlich dazugeben. Aus offensichtlichen Gründen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.